Hey ho und willkommen zurück zur No Man's Sky Atlas Hardcore Challenge und ich bitte jetzt schon zu entschuldigen, falls irgendwelche geistigen Aussetzer kommen, denn ich habe es ein bisschen dolle vorhergeschoben. Ach ja, hier ist ja ein bisschen eng. Wegen Zeitmangel und allem drum und dran. Die nächsten Folgen aufzunehmen. Das heißt, dieser nette Montag, an dem diese Folge kommt, ist auch genau der Montag, in dem sie stattfindet. Findest du toll, ne? Mr. Ofen. Ja, es ist 3:30 Uhr morgens und ich nehme es trotzdem auf. Sonst müsste ich was ausfallen lassen. Da habe ich tatsächlich keine Lust drauf. So, zu der Sache, die ich vor ein paar Folgen erwähnt hatte, wegen wie die Quests machen. Zack. Ob auf Atlas und Artemis Quest beziehend oder die von unseren Begleitern direkt mitmachen. Er hatte Namiel tatsächlich einen recht guten Einwand, dass es sein kann, dass mich eine davon blockieren könnte, dann irgendwann im Folgenden, was dann vielleicht zu Fehlern führt, die störend sein könnten, zumindest. Daher wird es ein guter Mix. Es wird einfach ein guter Mix. Es werden natürlich, Basiscomputerarchive wahrscheinlich weniger. Aber zumindest hier unsere Dudes werden nebenbei mitgeholt. Das wird einfach mitgemacht nebenbei. Dann wird es mal immer mal eine Folge geben, wo ich die mache und mal Folgen, wo es dann Atlas weitergeht und so weiter und so fort. So wird es weitergehen. Wissenschaftler, Konvergenz verbinden. Ach ja, stimmt. Unser Wissenschaftler hat ja nun mir sein Hirn in die Tasche gesteckt. Waffenfabrik zerstören. Mhm. Solanium sammeln. Okay, Solanium habe ich jetzt hier auf dem Planet gerade nicht. Daher würde ich das hinten anstellen. Aber das würde ich erstmal machen. Damit unser guter Freund sein Gehirn zurückbekommt. Und zwar repariert. So, gehe zum Sendeturm. Verbinde den Wissenschaftler mit der Konvergenz. Na gut. Von mir aus. Wo muss ich denn hin? Da. Gar nicht so weit weg. Das ist eigentlich ganz nett. Oh, das kann man sogar fliegen. Das ist noch netter. Machen wir das doch. Tjum, tjum, tjum. Tjum, 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 tjum. Tjum, 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 tjum. Ungefährer Standort. Ja, ungefährer Standort ist immer so eine Sache. Da ist was, das ist aber ein Stück hin. Halt. Das könnte jede welche Antenne sein. Au. Bin mal kurz gegen den Baum geflogen. Meine Fluglizenz ist, naja, habe ich selber geschrieben. Bin ich hier richtig? Ich bin hier sowas von richtig. Fantastisch. So. Tür auf. Aha. Wir gucken uns erstmal wieder um. Saugen nichts leer, weil nichts da ist und sonst ja auch nichts gibt. Okay. Das ist schwach. Hier. Konvergenz. Korvax-Sendeturm. Terminal online. Ich bereite mich darauf vor, den Intelligenzkern des Korvax in den Sendeturm einzufügen. Das Urteil der Konvergenz wartet auf mich. Urteil anhören. Terminal online. Verbindung hergestellt. Fehler. Diagnose. Korvax-Wissenschaftseinheit durch Iteration mit Reisenden beschädigt. Persönlichkeit überschrieben. Anomalie entdeckt. Lösung. Korvax-Wissenschaftseinheit von den
von der Konvergenz trennen. Oh. Beobachten, analysieren, ausschalten. Interessant. Also stilllegen. Hypothese. Wächter, Atlas, Universalfokus Gegenmaßnahmen eingeleitet. Risikobewertung. Entropie. Galaktische Zerstörung. Wiedergeburt. Fehler. Atlas. Fehler. 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 Sie sehen dich. Okay. Kehre zum Wissenschaftler zurück. Okay, okay. Das klang nicht so gut. Das ist mein Schiff. Okay, fliegen wir zurück. Das war ja so eher negativ, würde ich so sagen. Das war alles so ein bisschen... Und jetzt haben sie auch noch einen Fokus auf mich. Das ist nicht so cool. Aber ich werde dies akzeptieren. Komme ich da vorbei? Jo. So. Wir landen da mal. Oh, wie weit bin ich... Oh. Oh. Ups. Ja, ich sag ja, es ist halb 4 Uhr morgens. Da landet man eben auch mal auf dem Dach. Das sind Dinge, die geschehen einfach. Ich finde das eigentlich sogar sehr angenehm geparkt, muss ich mal so frech sagen. So, mein Freund. Amiati. Punkt, 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 Punkt. Das Gehäuse von Entität Amiati sitzt... Was? Sitzt vor mir und wartet auf die Wiederverbindung. Es ist im Datenkern gefangen. Ich weiß nicht, wie der Korvax die Begegnung beim Sender verarbeitet hat. Ja, dann werden wir bestimmt rausfinden. Kern wieder einsetzen. Warten. Ja, warten bringt halt nichts. Da bleibt er halt aus. Wiederverbindung des Gehäuses wird vorgenommen. Okay, der Wissenschaftler führt einen Neustart durch. Verbleibende Zeit für den Neustart. 1,5 Stunden. Okay. Dann erfahren wir das erst später. Ist grundlegend okay für mich. So. Waffenfabrik zerstören. Wächter können diese Fabrik beschützen. Zerstöre versperrte Türen mit dem Blitzwerfer. Mhm. Okay. Aktiviere Zielscanner. 1000 U in die Richtung. Ja, steigen wir in unser gut geparktes Schiff wieder ein. Halt. Ungefähre Position. Aha. Ich habe hier jetzt nicht wirklich was entdeckt. In die Richtung. 400 U in die Richtung. Okay. Ja, natürlich ist Treibstoff alle. Au. Es ist möglich, dass es das ist. Aber es ist ziemlich weit weg. Ah, das liegt daran, dass es das nicht ist.
Okay. Ist doch kacke, ich will das nicht laufen. Bin ich jetzt nicht so motiviert zu. Ich krieg's aber auch nicht erscannt. Ich lande mal hier. Und hoffe, dass ich relativ nah dran bin. Und nehme auf jeden Fall das damit. Schnatter ins Schiff. Danke. Jetzt bin ich 900 weg. Das ist heftig. Ich hätte laufen sollen bei 400, ne? Würde ich jetzt nicht wieder ewig suchen. Oh, ist es das da? Das sieht sehr gut aus. Oder nicht? Jawohl. Ja, Wächter. Ich soll die Tür aufschießen. Was natürlich wieder die Gegner auf den Plan ruft. Die Tür braucht ein bisschen. Aha. Kann ich den hier drinnen abschießen? Einfach mal so. Wächter deaktiviert. Sehr gut. Sehr gut. So wollte ich das. Jetzt haben wir den natürlich hier drin. Mal gucken. So, Produktionsstatus 95% Effizienz. Die Fabrik hatte wirklich mit der Produktion illegaler Waffen zu tun. So wie es der Vaikin behauptete. Ich sollte die Produktion stilllegen und versuchen, etwas über die Systeme zu erfahren. Okay, dann Produktion abschalten. Neuen Blauplan akzeptiert. Produktion beginnt. Ich schalte die Fertigungsanlage ab und tausche dabei die Baupläne gegen etwas Harmloseres aus. Die Fabrik wird fürs erste Glühbirnen produzieren. Wow, die werden selbst in unserer Welt nicht mehr produziert. Ich nehme eine Kopie des Waffenbauplans der vorherigen Produktion, auch wenn ich ihn nicht verstehe. Okay. Kehre zum Waffenmeister zurück, natürlich. Hier ist alles wieder ruhig. Das ist gut. Wo ist mein Schiff? Bin genau falsch rumgelaufen. Wie üblich, man nimmt den längeren Weg, weil der kürzere ist zu kurz. Nichts gefunden. Ah. Na, mal hin hier. So. Naja, war ja gleich nebenan. Oh, Bremsen landen. Na, hallo. Naja, mal hinterm Haus gelandet. Ist immer noch besser als auf dem Haus. Hallo Freund. Nee, ach nee, der ist ja gerade nicht in Betrieb. Brauche ich auch nicht. Hey Fenrich, Huai Li.
Du hast ihre Produktion stillgelegt, Eindringling? Vielleicht machen wir doch noch einen Viking aus dir. Ja, nichts sagen. Bestätigen. Ja, ich bestätige mal. Ich bin Kumpel. Ausgezeichnete Arbeit, Eindringling. Gra. Hast du auch eine neue Technologie erhalten? Hier, ich entschlüssele sie für dich. Wir werden dein Training fortsetzen. Waffen sind nutzlos, wenn sie nicht eingesetzt werden, ohne den Ruhm eines rechtschaffenen Kriegers. Oder Krieges. Teleportempfänger. Ein Gerät, das Standardkommunikationssignale des Raumschiffs umwandelt, um den Transport von Materie und Daten zu ermöglichen. Jawohl, so habe ich mehr Reichweite quasi, wie ich Sachen zum Schiff schieben kann. Stehle deinen Mut, Eindringling. Piraten haben unsere Welt entdeckt. Gra. Sie sind gute Übungsziele für deine Waffen. Angriff, Gra. Angriff. Verbrenne ihre Geschwüre der Bösartigkeit und Sünde. Lass sie wissen, dass dieser Himmel nur uns allein gehört. Als mir der Waffenmeister von den Piraten erzählte, beginnt er zu zittern. Ich habe ihn gegenüber anderen Lebensformen noch nie solche Leidenschaft, solchen Hass äußern sehen. Der Waffenmeister erzählt mir von der Anwesenheit von Piratenschiffen, die diese Welt umkreisen. Ich bitte und bittet mich, gegen sie zu kämpfen. Ja, ist ja okay. Gra! Kämpfe tapfer, Eindringling. Erledige sie, bevor sie die Aufmerksamkeit weiterer Wächter auf unsere Heimat richten. Aber natürlich. Ja, das ist das Gerät, das ist klar. Dringendes neues Missionsziel um die... Bamforschung. Kehre zu deinem Schiff zurück und fliege ins All. Und dann werde ich wahrscheinlich angegriffen. Das Ding lassen wir mal weg. Solanium soll ich sammeln. Okay, Piraten jagen und ausschalten. Was meint ihr? Bin ich schon bereit für sowas? Bin ich schon bereit für solche Dinge? Und ist mein Schiff schon bereit für solche Dinge? Da oben. Wir werden es auf jeden Fall herausfinden. Raumschiff hat Platz. Ich habe Platz. Das ist gut. Ich habe jetzt mehr Schilde. Ich mache mehr Schaden mit den Waffen. Das könnte sogar tatsächlich was werden. Kann ich eigentlich... Bin ich schon in der Lage? Nein, bin ich nicht. Okay. Wir versuchen es. Wir versuchen es. Aha, Ziel lokalisiert. Wo? Da. Phon. Okay. Na mal schauen. Wie der diesige Kampf wird. Ich bin noch zu weit weg. Ich mach mehr Schaden, aber ich krieg auch trotzdem noch Schaden. Ja, aber den einen habe ich fast weg. Aber meine Schilde sehen auch schon nicht mehr so cool aus. Schilde deaktiviert, ist nicht so gut. Ja. Photonenkanone, kritisch beschädigt. Willst du mich jetzt verarschen? Ich hätte gern, dass meine Schilde
Refreshen. Flucht möglich. Ich will nicht fliehen. Ich will, dass meine Schilde anfangen zu regenerieren. Sie tun's nur nicht. Würden die Schilde vielleicht irgendwann mal irgendwas tun? Na endlich. Wir spielen noch ein bisschen mit ihm, bis ich ein bisschen mehr Schild habe. Und das Problem ist, ich kann ihn nur mit Rockets wegmachen. Wow, die überhitzen aber ziemlich lange. Na komm. Und nochmal. Na komm schon. Werde ich nicht. Jetzt kriege ich eine Schildbatterie, natürlich. Zum Waffenmeister zurückkehren. Okay, ich muss sagen, ich bin noch überhaupt nicht einsatzbereit. Ich muss mir, glaube ich, eine ganze Menge Waffen in mein Schiff einbauen, weil wenn das erste ist, was kaputt geht, meine Waffe ist, ist das nicht so gut. Aber so gar nicht gut. Und ich will gar nicht wissen, was mich das jetzt kostet, die wieder zu reparieren. Das ist ja mal richtig frech. Du sollst landen. Danke. Wow. Warum nicht erst Upgrades quasi vorrangig kaputt gehen und dann die Hauptdings? Das ist so fies. Das macht nämlich auch gar keinen Sinn. Ich brauche reines Ferrit und Natriumnitrat. Ja, okay, das ist noch... Kann ich noch mitarbeiten. Was habe ich denn eigentlich bekommen? Okay, Sternendingsbumse und verdächtiges Päckchen Waffen. Machen wir mal auf. Impulswerfermodul. Ja, ist ganz nett. Ich habe bloß keinen Impulswerfer verbaut. Daher nicht relevant gerade. Na gut. Berichten wir mal von unserer glanzvollen Schlacht. Hey. Ist es vollbracht, Eindringling? Hast du unsere Luft von diesen abscheulichen Wesen gereinigt? Aber ja, natürlich. Grang, gut gekämpft, Eindringling, na eigentlich nicht. Jung zu sein, wieder zu töten, Gra, wie ich dich beneide. Eindringling, es gibt noch gute und schlechte Neuigkeiten. Einige Piraten scheinen vor deinem Zorn geflohen zu sein. Aber das zögert nur ihr gerechtes Ende hinaus.
Jage sie, quetsche potenzielle Waffentechnologien aus ihnen heraus und schicke sie in den großen Abgrund, Gra. Fenrich Dingsbums ist zweifellos von Jagdfieber getrieben. Aber diese Energie kann die Tatsache nicht verbergen, dass er schwächer zu werden scheint. Hat ihn sein neues Zuhause hier in meiner Basis krank werden lassen? Der Waffenmeister möchte, dass ich einen der entkommenen Piraten finde und seine Technologie nehme. Ja, okay. Das ist dein Preis, Eindringling. Waffentechnologie und ein Pirat, mit dem du machen kannst, was du willst. Gra, mach unsere Vorfahren stolz. Na klar. Koordinaten erhalten. Finde und verhöre den Piraten. Okay. Das klingt jetzt nicht mal so wild. Reines Ferrit und Natriumnitrat. Natrium könnte gerade ein Problem sein. So, schön Ferritstaub. Das ist kein Ferritstaub, aber es ist in Ordnung. Kann ich mich mit anfreunden? Ja, also. Ach nee. Ist ja jetzt hier drin. Und ist auf null. Habe ich noch Ferritstaub? Ja. Aber nicht genug, ne? Achso. Treibstoff wäre jetzt vielleicht auch nicht so blöd. Ja doch, das sollte reichen. Ich brauche glaube ich nur 50. Wenn ich nur 50 brauche, dann brauche ich halt nur 50. Das ist akzeptabel. Und stopp. Ja. So. Raumschiff. Du da. Nimm. Nimm hin und werd glücklich. Aber ich habe kein Natriumnitrat, ne? Beziehungsweise Natrium. Ich habe Uran. Ich habe kein Natrium. Also. Natrium. Ist so ein Problem. Da drüben ist ein bisschen Natrium, aber ich brauche ein bisschen mehr. Puh. Na gut. Wie dem auch sei. Wir sind am Folgenende angelangt und ja, nächste Folge geht's dann weiter. Erstmal meine Waffe reparieren und dann verhören wir mal den Piraten. Bin ich gespannt drauf. Was steht da? Warte. Ungefährer Standort. Ist auf jeden Fall auf diesem Planet. Okay. Ja, dann nochmal vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann und ciao, ciao.